Und einen Köpf der Spieß. Du Zahnbar, du bist richtig Gas geben. Mann, Fahrt. Was geht ab, Freunde? Rapper Eno ist bei uns in Kempten zu Besuch, um sein Audi RS6 aufzutunen. Er ist schon seit gestern da. Wir haben gestern schon den Tag verbracht, waren abends ein bisschen essen, haben uns auch mal kennengelernt. Und in der Zwischenzeit wird sein Auto umgebaut. Er kriegt Felgen, er kriegt 700 PS und er kriegt ein bisschen Carbon im Innenraum. Zweiter Schritt folgt dann irgendwann später noch. Aber wir haben gesagt, um heute auch mal ein bisschen die Zeit zu überbrücken und um euch später dann auch zu zeigen, wie sein Auto aussieht, nutzen wir die Zeit jetzt und fahren eine Runde im GT2 RS. Da können wir ein bisschen angasen. Wird bestimmt lustig. Die Jungs sind jetzt gerade schon wieder angekommen. Deswegen holen wir die mal ab. So, bist du bereit? Ja, was machen wir? Attacke machen wir jetzt. Los geht's. Bist du schon mal so scheiß gefahren? Sowas? Ja? Nee, noch nie, Bro. Gar nicht? Nee, als Beifahrer, vor allem mit einem Rennfahrer oder so, noch nie. Hast du ein bisschen Schiss wenigstens? Gar nicht, Bro, ich freue mich sogar drauf. Okay, Junge, steig mal ein. Los geht's. Oh, schöne Attacke, Alter. Jetzt ist alles safe, oder? Jetzt kannst du fahren. Yeah. Aha. Aha. So, Klappe auf, oder? Sport, Fahrwerk. Nitro irgendwas? Nee, Nitro, Nitro kommt später. Was sind die höchste Geschwindigkeit, die du hier gefahren bist? Selber? Ja, oder auch im Auto generell? 330. Bist du gefahren? Ja. Yeah. Okay. Aber dann 330 bin ich gefahren auf Auto. Welchem Auto? Mein S63 Cabrio damals. Berg runter 330. Stabil, oder? Ja. RS6 bin ich auch gefahren schon. Ja? 330. Ja, heute fahren wir den. Und heute ist die Endstufe. Also das ist wirklich, das ist das. Kann man so 500 fahren mit dem? Das wird schwierig, aber das Geilste ist halt Kurve, ne? Also eine Kurve, Kurvenlage und so. Richtig, anders, richtig, ne? Richtig geil, ja. Richtig geil. So, du selbst bist ja auch ein bisschen, also du bist ja schon so richtig Autoliebhaber, oder? Kann man schon auch sagen. Ja, ja. Ja. Was hattest du schon alles für Autos? Mein allererstes Auto war ein BMW 5er Diesel. Danach habe ich den S63 Cabrio gehabt. Und danach habe ich die G-Klasse AMG geholt. Die hattest du jetzt vor dem RS6, oder? Zuletzt. Kann das sein? Und dann, ja genau, aber ich habe den ja immer noch. Ach, die hast du noch? Ja, ja, G63 AMG habe ich. Dann habe ich noch ein S63 Coupé, den RS6. Und morgen gehe ich den Huracan Evo Spider anmelden. Hast du mir schon ein Bild gezeigt, das ist wirklich. Ja, ich freue mich auf das Auto. Ganz krank. Richtig geil. Bruder, warum bist du so? Du willst richtig Gas geben. Du musst ein bisschen Abstand halten, oder? Ja. Du musst, der fährt ein bisschen langsam. Gewandelt, dass Rapper und so, dass seit ein paar Jahren, dass die erst so auf Audi und sowas gehen. Ne? Früher war alles AMG, oder? Wenn du als Rapper kein AMG hattest, war so. Ja, ich rapp doch sogar so eine Zeile. Ich sag, fick auf deine S-Line, Straße muss Benz sein bei AMG 2. Aber RS6 ist Ausnahme. Ist Ausnahme. Ja, RS6 ist zu krasses Auto.
Porsche killern. Ja, fast. Der Tank ist einfach auf Hälfte jetzt. Ja, fast, ja. Er schluckt schon ordentlich, Alter. Was halt auch krass ist, ist Bremsen so. Was kostet Bremsenwechsel bei diesem Auto? Ich hab's noch nicht gemacht, Gott sei Dank. Ich bin bisher sehr gut mit ihm umgegangen. Aber es kostet schon ordentlich. Keramikbremsen sind nicht günstig. Teuer. Was macht die Musik jetzt? Jetzt geht's wieder los. Neues oder? Album, Bro. Neues Album. Ja. Wie lange arbeitet man an so einem Album? Unterschiedlich. So, wenn du rechnest, Studiozeit auf jeden Fall. Diesmal habe ich so zwei Monate so am Stück so im Studio verbracht. Ich habe mir diesmal sehr viel Mühe gegeben. Aber das zieht sich alles in die Länge. Dann wartet man auf diesen Feature-Part, dann klappt das nicht, dann muss man was anderes machen. Deswegen hat es so jetzt über ein Jahr gezogen bei mir. Aber die Pause hat mir gut getan, Bro, auf jeden Fall. Ja. Kannst du ein Feature verraten schon oder ist es Secret? Handschuh-Feature ist ja schon da. Auf jeden Fall. Den kann man verraten. Gibt es jemanden, den man verraten kann? Es gibt ein Radar-Feature. Ich verrate euch eins. Es gibt ein Radar-Feature. Okay. Das hat keiner kommen sehen. Gestern Abend beim Abendessen. Und es kam im Original, alle zwei Minuten kam jemand einfach. Ich habe die Leute noch nie gesehen. Ich weiß nicht, wie die alle wussten, dass du da bist. Gestern war aber extrem, Bro. Ja? Es hat schnell rumgeschwommen. Aber es liegt auch, glaube ich, daran, dass Kempten so ein Dorf ist. Ja. Hier passiert nichts. Und wenn mal jemand da ist, dann... Kempten ist, es ist Stadt. Bro, hier passiert nichts, glaube ich. Hier passiert nichts. Also meinst du, Frankfurt ist mehr los? Auf gar keinen Fall, Bruder. Kempten ist die Stadt. Kempten, ja. Und du warst 2018 auch schon mal hier, ne? Du hast schon mal Clubshow gemacht. Genau, habe ich gestern erfahren. Da war auch ein Bild von mir im Restaurant, wo wir gestern waren. Ja. Ja, 2018 haben wir eine Clubshow gehabt hier. Das Beste ist auch noch Launch Control, kennst du? Rage Start. So, so. Ey, Bruder. Schon gut, oder? Mit der Huracan da ist, ich komm mal, wir gehen zusammen auf die Rennstrecke. Wir müssen echt mal gehen, also so Bilsterberg, das ist, glaube ich, das ist gar nicht so weit von wo du wohnst. Das ist eine richtig geile Rennstrecke, wo es so ein bisschen mehr bergauf, bergab. Okay. Kann man richtig Spaß haben auf jeden Fall. Das wäre, glaube ich, was. Wie wird der RS6, was sagst du? Deiner jetzt? Ja, yeah. Nach dem Umbau. Geil. Also ich meine, gut, jetzt haben wir ja erstmal nur Felgen und Leistung und innen was gemacht. Felgen machen schon sehr viel und auch innen so dieses, sehen wir, können wir gleich anschauen, das Plastik und so, wenn das weg ist. Ja, das wird schon geil. Auf jeden Fall nice. Hallo, ein McChicken-Menü bitte, 3 Cheeseburger, 1 6er Nuggets, also Nuggets als Menü und mit Cola Zero. Ich bin auf Diät, deswegen Zero. Cola Zero, ja. Und noch Dings, und ein Köfterspieß. Ein Köfterspieß von Qatar, diese neue. Nee, passt, wir haben es dann, Dankeschön. Dankeschön. Howard Grill, Köftespieß, Artnau, Kaufland, geht überall, stimmt die Läden. Wir machen Schleichwerbung hier bei Daniel. Ist gut? Wow, das schmeckt wirklich übertrieben, ja. Ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie einen Köftespieß gegessen. Oder zum Ernsthaft? Habt ihr einen Kaufland hier? Nee. Sonst hätten wir jetzt gegrillt, bis Auto fertig ist. Dieser Köftespieß, dafür, dass es Tiefkühl ist, Bro, andere Liga. Ja? Schmeckt übertrieben. Schreibt alle McDonalds an, warum die keinen Köftespieß anbieten. Unglaublich. Du machst gerade schon seit 4 Minuten Werbung, das ist richtig teuer, ne? Also das Placement. Muss ich.
Muss ich leider abrechnen. Schicke ich da Katane Rechnung oder an dich? Wir zahlen bar. Oh mein Gott, Digga. Willst du mich verarschen? Wir zahlen bar. Ja, passt. Danke, ne? Leute, danke schön. Das Video ist jetzt zu Ende. Ich hab jetzt Urlaub. Macht's gut. Ich glaube, auch noch nie so einen Batzen in der Hand. Ja, ich schwöre, wirklich. Mach jetzt keine Filme auf uns. Die sympathische Bodenständige. Ich hab kein Geld. Nein, aber halt so. Ich mach alles. Ich weiß nicht. Immer mit der Karte, ne? Ich zahle auch viel mit der Karte, aber das ist jetzt nur Ausnahme, da ist so viel Geld dabei. Ja, klar. Bro, jetzt bitte kein Gas geben. Nein, alles gut. Weißt du, wo wir essen müssen? Wo? Bei diesem Ausstellungsraum an diesem Tisch. Ja, machen wir auch. Klar. Dieser Tisch war brutal. Natürlich. Edelschmiede. Ich bin ein Fan von diesem Raum. Ja? Brutal. So, Freunde, was geht ab? Auf jeden Fall habe ich Daniel das Auto gerade abgekauft. War ein krasses Erlebnis. 335 km/h haben wir geknackt. Heute? Ja, eben gerade direkt um die Kurve Autobahn, auf die Autobahn 335 km/h. Und du Herzinfarkt bekommen? Ja, fast. Jetzt gehen wir erstmal die Edelschmiede, bisschen lecker was essen. Sehr, sehr nice. Die Felgen sind übertrieben. Aber hauptsächlich ging es ja um Leistungssteigerung. Offiziell auf Papier 700 PS. Aber es sieht extrem aus, Bruder. Ganz anderes Auto, die ne? Die Felgen sind, Bruder, ganz klein. Die machen so viel aus, Bruder, ja. Felgen. Dann? Dankeschön, Bruder. Gute Fahrt. So. Warm up kalt, immer volle Attacke. Ja, Leute, das war das Video mit Eno. Ich muss echt sagen, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also, sehr entspannter Dude, hat lustig, ist natürlich immer so ein bisschen eine andere Welt, aber auf jeden Fall cool. Auto kommt auf jeden Fall sehr geil, muss man sagen. Na, bisschen Felgen, ist auch noch nicht alles, war nur der erste Schritt. Zweite folgt noch, kommt schon noch was. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Abonniert, wenn ihr neu da am Start seid und bis zum nächsten Mal. Ciao.